Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Frankfurt Let's Play. Ich habe erstmal eben gerade einen kleinen mittelschweren Schock bekommen, denn im Hintergrund hat sich Steam einfach mal gedacht, jo, ich update jetzt einfach mal. Und bei Steam ist das nicht so witzig, weil Steam startet sich dabei neu. Und wenn sich Steam neu startet, beendet er dieses Spiel hier. So, ich habe ziemlich lange schon nicht mehr gespeichert. Und plötzlich kommt hier eine Einblendung vor dem Beenden speichern. Was? Hä? Wieso? Ich habe da gar nicht auf Beenden gedrückt. Und habe dann aber irgendwie geistesgegenwärtig ganz schnell auf Speichern gedrückt und er hat es auch noch gespeichert, Gott sei Dank. Ey, ich wäre sonst ausgeflippt. Gut, wir hätten dann nochmal gegen Bayern spielen dürfen, aber. Naja. So. Aber es ist alles gut gegangen, wie gesagt. Erstmal, Leute, herzlich willkommen zum letzten Tag des Jahres 2022. Und wir haben jetzt einmal das DFB-Pokalspiel vor der Nase gegen Wolfsburg und danach geht es dann gegen Hertha, was glaube ich. Und ja, das werden wir jetzt auch mal uns ganz genüsslich anschauen. Heute ist Jahreswechsel. Ich werde mich heute nicht aufregen. Deswegen schauen wir mal, wo uns das so hinführt. Ich werde dann auch einmal mit euch den Deadline Day mit durchgehen. Deswegen könnte es auch sein, dass wir nur das Wolfsburg-Spiel diesmal haben. Aber wir schauen mal. Ich hätte auf jeden Fall keinen Bock, jetzt hier auszuscheiden. Die Kaderregistrierung für die Champions League haben wir dann auch noch vor der Nase. Da müssen wir mal schauen, dass da alles gut geht. So, und hier werde ich mal schauen. Beteiligung am Weiterverkauf 15%. Dann ist das einmal nicht verhandelbar. Entweder sie nehmen es an oder sie lassen es bleiben. Warum zur Hölle sollte ich ihn verleihen? Ablehnen. So, es wäre natürlich schön, wenn sich Lakic noch mit, Lakic sage ich schon wieder, Jakic mit Dortmund einigt. So Leute, ich hatte die ganze Zeit geredet und leider mein Mikro aus. Ja. Wie fasse ich jetzt nochmal alles zusammen? Also ich hatte den Transfer-Deadline-Day tatsächlich rausgeschnitten, weil es einfach zu lange gedauert hat, alles. Und ich glaube, eine halbe Stunde hat es gedauert, diesen einen scheiß Tag da zu überspringen.
Wir haben einmal das Problem gehabt, dass Chandler weggehen will. Er versucht eine neue Herausforderung und ich habe mal auch probiert, ihn zu halten und was dafür nötig ist. Und er hat dann halt gesagt, ja, da wird nichts nötig sein. Er möchte einfach eine neue Herausforderung. Den habe ich dann entsprochen. Er ist allerdings nicht gewechselt im Transferfenster, weil einfach kein Angebot kam. Beziehungsweise es kamen Angebote, die sind auch noch irgendwie am Laufen, aber Transferfenster ist geschlossen. Das heißt, er wird uns diese Saison noch nicht verlassen. Vielleicht dann zur nächsten Saison hin. Dann gab es einen zweiten Zwischenfall und zwar mit Jakic. Jakic hatte ein Angebot ja von Borussia Dortmund gehabt. Hat das abgelehnt in den Verhandlungen. Also stehe ich erstens überhaupt nicht und zweitens habe ich ihn dann nochmal angeboten. Dann kam Manchester United, wollte ihn verpflichten. Das Vertragsangebot hat er auch abgelehnt, wo es mir dann irgendwann gereicht hatte und ich habe ihn wirklich, ich habe den Vertrag aufgelöst. Ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Spieler. Und kurz darauf hat er dann wohl bei Mönchengladbach angeheuert, ist mir auch egal. Und ja, das dazu, er ist halt kein Spieler mehr von uns. Wen ich verpflichtet habe, ist Marcel Halstenberg für 3 Millionen, ist eigentlich relativ günstig gewesen. Und er spielt jetzt auch. Ja, und alles andere, was sich jetzt so angelegt hat, beziehungsweise was jetzt so Phase war. Ich habe eben wirklich, ich habe quasi immer geredet und guck so. Mein Mikro ist aus. Deswegen, wir starten jetzt im DFB-Pokal gegen Wolfsburg und da werden wir dann nochmal schauen, vielleicht, was mir noch so einfällt. Ich glaube, es war nicht mehr wirklich was jetzt vorgefallen ist, soweit. Und ja, ich will halt Marcel Halstenberg jetzt ein bisschen als Stammspieler bringen, mehr und mehr. Pellegrini wollte uns ja verlassen. Er wird dann der Backup von Marcel Halstenberg. Und ich will dann auch Schröder dann immer mehr und mehr ranführen. Marcel Halstenberg kann ich auch als Lehrer dann ein bisschen verwenden. Er hat zwar nur relativ ehrgeizig war es, glaube ich. Ja. Aber das ist auch schon mal besser als ausgeglichen auf jeden Fall. Deswegen könnte ich ihn mir auch vorstellen, irgendwann als Lehrer dann zu agieren, als Mentor. Ja, das war soweit, glaube ich, erstmal alles. Ich hoffe, ich habe alles mit reinbekommen. Daher ich ja dann auch den Teil rausschneiden werde, wo ich wirklich sinnlos gequatscht habe und ihr aber nichts gehört habt. Werden wir auf jeden Fall noch das zweite Spiel machen. Und jetzt starten wir mal rein. Was? Nein, Gottchen. Heute ist Silvester, ich bin komplett durcheinander. So. Ich möchte eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Weil das, was sie da gegen Bayern gespielt haben, war jetzt nicht so das Gelbe vom Mai. Aber gegen Bayern kann man auch mal verlieren, alles gut. Aber wenn das hier gegen Wolfsburg so weitergeht, dann knallt es irgendwann mal. So, Touré, der hat jetzt ein bisschen Platz. Und so macht aber leider nichts draus. Und Alidu macht es aber besser. War es abseits?
Ja, das Tor wurde gegeben. Alles gut. Wir führen durch Alidu in der 7. Minute. Schon auf Knauf gespielt, aber Knauf macht da mal wieder gar nichts draus. Das war so ein sinnlos Ball. Oh, so sinnlos war der gar nicht. Carlos Fernandes, den kann er aber auch mal machen, Mensch. Das Tor stand offen. Knauf. Kamada. Und so. Boah, Alidu, schön gemacht. 2-0. Klasse. Das sah richtig gut aus. Ich glaube, ich kann meine Leutchens jetzt auch mal loben. Wenn dieser Reiter endlich mal aufgehen würde, nachdem ich 20 Mal drauf geklickt habe. Oh, schön durchgegeben auf Touré. Kolo Muani. Wow. Also der wäre beinahe unerwartet reingegangen. Und Dika eben mit der Chance. Halstenberg und Kamada. Da kam aber nicht viel mehr bei raus. Kamada muss ich jetzt auch öfters mal wieder Starteinsätze geben. Huta mit dem Kopfball. Richtig gut gemacht. Klasse. War das schon das Ticket in die nächste Runde? Alidu. Boah, der macht hier noch seinen Hattrick, ey. Alidu fühlt sich gerade in dem Spiel richtig wohl. Oh. Jetzt mal wieder Wolfsburg. Oh, aber Alidu super aufgepasst. Schön auf Carlos Fernandes. Ah, und er hatte jetzt ein bisschen hier Druck. Was war denn das?
Oh, das war aber ein Elfmeter. Oh, das Tor nehme ich aber auch. Hey du, lupenreiner Hattrick. Wahnsinn. Alle drei Tore in der ersten Hälfte. Aber das hätte man auch pfeifen können. Aber gut, dass er das nicht gemacht hat. Sehr gut. So, und das ist wieder so ein klassisches Spiel. Wo ich jetzt mal ein paar junge Spieler wieder bringe. Boah, Ali, du will ich jetzt eigentlich noch nicht rausnehmen. Haben wir denn überhaupt junge Spieler dabei? Marcel Halstenberg würde ich auch gern mal durchspielen lassen, weil seine Spielpraxis ist noch nicht so geil. Toll. Gerade heute habe ich mal nicht so viele. Nicht so viele junge Spieler dabei. Naja. Spielen wir erstmal so weiter. Ach. So, in der 60. Minute werde ich jetzt mal alle Spieler auswechseln, die eine gelbe Karte haben. Das betrifft einmal Kamada, wobei ich ihn eher spielen lassen will. So geht raus. Und leider auch Tuta. Ah, ich nehme Evan Ndika eher raus. Der ist ein bisschen müde. Ja. Und dann kommt einmal der Neue. Ich nenne ihn einfach nur noch den Neuen oder auch Yusuf. Es ist einfach leichter. Boah, schön auf Knauf gespielt. Kolo Muani, der ist durch. Der ist durch und der muss den Ball doch im Tor unterbringen. Ach, Junge. Ali, du darfst dich jetzt auch mal seinen Applaus abholen. Und Greenet ist natürlich auch so ein bisschen jetzt doof, dass er auf der linken Verteidigerposition spielt. Kolo Muani! Oh, mach ihn doch mal rein. Er geht jetzt auch raus für Lindström. Sehr gut. 4-0, wir sind in der nächsten Runde. Richtig gut. So. Er kriegt auf jeden Fall ein Lob.
Und dann geht's auf zur Hertha. Achso, ich muss die Spielauf weitere Runden melden. Jetzt muss ich natürlich gucken. Die müssen nicht registriert werden. Das ist schon mal gut. Makai muss auch nicht registriert werden, weil er immer noch ein U21-Spieler ist. Arce kann ich nicht registrieren, ganz einfach, weil er nicht da ist. Und ihn brauche ich auch nicht zu registrieren. Mutombo müsste ich registrieren. Ihn müsste ich registrieren. Und Marcel Heizenberg müsste ich registrieren, ganz wichtig. Ihm? Ihn auch? Okay. Ah, und das war's, mehr kann ich nicht registrieren. Gut, das ist auch nicht so schlimm. Denn Ramadjai, Ramatsch, der ist jetzt nicht so schlimm, wenn er in der Champions League nicht spielt. Dafür haben wir dann im Notfall Jens Kral. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Mir müsste doch eigentlich auch nur die U21 fallen. Oder ist das? Na doch. Merkwürdig. So. Ach so, dann muss ich wieder einen Platz offen lassen, oder wie? Ich muss zwei Plätze offen lassen. Also 24. Müsste entweder einen rausnehmen oder einen von mir reinpacken. Aber Quatsch, weil die sowieso registriert sind. Na gut, dann triffst du mir. So, jetzt sollte es passen. Jawohl, ja. Junge, es gab keine Interessenten. Sehr schön. Hier ist das schön. Und halt die Klappe jetzt. So. So, gerade mal dezent. Mein Tetrapack hier durch den Raum geworfen. wir haben immer noch nicht den Tag erreicht, wo wir endlich mal das Spiel haben. Oh, ist so nervig, diese Ladezeiten manchmal. Aber es war früher noch viel, viel schlimmer. So. Ist denn eigentlich die Auslosung für den DFB-Pokal? Oh, das ist schön, wir haben hier mal kein Spiel. Können also dann mal schnaufen. So, Touré ist gesperrt. Das heißt, er muss raus. Logischerweise. So, und auf rechts habe ich ja nur Chandler und Buta.
Da würde ich. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier gibt es gar nichts mehr. Die sagen nicht, ja, okay, nehmen wir an oder nicht. Hier steht nur die Anfrage. Und hier würde ich tatsächlich mal. Ja, trotzdem auf Buta gehen. Also, Heizmerk wird nochmal spielen. Er braucht Spielpraxis. Kamada geht raus für Rode. Für Götze natürlich. So spielt. Knauf spielt. Alidu spielt. Kolumani spielt. Und auch Carlos Fernandes spielt. Ich kann die zurzeit nicht einsetzen. Das ist einfach, weil halt noch Rode und Kamada einfach vor denen stehen. Geht leider nicht anders. So, Buta ist eher aussortiert und kriegt somit einer der letzten Nummern. Buta würde ich jetzt halt schon gern loswerden. Müssen wir halt schauen. So. Sechzehn Saisontore hat Kolomoani schon. Das ist stark. So, wir haben ja leider gegen Bayern verloren. Das heißt, es wäre Punkt, jedes Spiel, wo wir Punkte mitnehmen, ist gut. Wir stehen auf Platz 3. Eigentlich ist jeder Sieg schon gut. Oh, Carlos. Boah. Wenn der ein bisschen mehr reingezogen wäre, das hätte eine richtig gute Chance werden können. Götze. Ja, Sibegovic. Ich habe den Namen mal ausgesprochen. Wow. Boah, was für ein schönes Tor von Ansgar Knauf. Auch wieder ein relativ frühes Tor. Das gefällt mir. Wenn die Saison so weitergeht, sind wir auf jeden Fall in der Champions League. Ui. Boah, schöner Einsatz von Carlos Fernandes. Hätte vielleicht noch mal rübergeben sollen auf Kolomoani. Aber das war schon ganz okay.
Schön vorgespielt auf Alidu. Und da war Kolomoani. Aber das Spiel ist eher ausgeglichen tatsächlich. Geht eigentlich noch mehr. Oh, Tuta, das war nicht so gut. Und Götze, das war noch schlechter. Also das Ding wäre auf Götzes Kappe gegangen. Jetzt mal ein paar Wechsel vornehmen. Heizenberg geht raus für Schröder. Tuta geht raus für Nguyené. Hier bringe ich gleich zwei neue, weil die wirklich schon echt durch sind. Und Lindström bringe ich jetzt mal für Paulus Fernandes, obwohl ich das nicht mache. bring Rode für so. Ich habe jetzt einmal wirklich komplett durchgewechselt. Aber es kann gefährlich werden. Ah, das war nicht gut. Oh, was macht denn Fernandes da? Also ganz im Ernst. Hat er keinen Bock, am Bock beim Ball zu gehen oder was? Wir waren schon mal fast so ein bisschen selbstgefällig, ey. Boah, Mario Götze, der wievielte Fehlpass ist das jetzt, echt? Mein Gott, ey. Och, mach den Ball doch rein. Das ist einfach wirklich zu latscherig gespielt. Ehrlich, es ist.
Also die kriegen eine Ansage nach dem Spiel. Und zwar eine deutliche. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Ansage hier. Oh, ich wollte sie jetzt nicht ganz so zur Sau machen, aber eine Ansage kriegen sie trotzdem. Das ist ja. Teilweise war das Spiel wirklich grottenschlecht. Will jetzt auch mal gucken. Weil die Punkte sind halt extrem wichtig. Wir bleiben somit trotzdem noch so ein bisschen oben dran. Dortmund hat, wie es aussieht, ein paar Punkte gelassen. Gladbach hat gewonnen. Dann Köln und Leipzig haben sich die Punkte geteilt. Das ist gut. Bochum hat gewonnen gegen Hoffenheim. Na, schafft's Bochum noch hier raus? Und Augsburg und Leverkusen auch nur 2-2. Und dann schauen wir mal. Aber das muss man ganz klar sagen, das war ein schwaches Spiel. Vor allem Mario Götze, der hat mich verrückt gemacht. Echt, so viele Ballverluste. Ist ja unfassbar gewesen. So, dann würde ich auch sagen, hier machen wir jetzt trotzdem mal einen Cut. Eine etwas chaotische Sendung. Aber so ist das nun mal am letzten Tag des Jahres. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Rutsch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. und nee, an alle noch guten Rutsch. Kommt gut rein. Und